T-R-O-N-T. Trong. Der gebürtige Bad Kissinger und mittlerweile Vietnam-Superstar Trong heute zu Gast. Und jetzt geht's los mit Nico. Und bevor wir loslegen, gibt es jetzt einen kleinen Film über Trong. Trong wurde am 4. Juli 1992 in Bayern geboren, nachdem seine Eltern aus Vietnam geflüchtet sind. 2015 gewinnt er Vietnam Idol. Jetzt will er Deutschland erobern mit seiner neuen Single Komm, wir gehen, One Step Closer. Ja, und dann stehst du vor mir. Du hast ja bei einer Castingshow gewonnen. Genau. Und ich wollte kurz mal fragen, wieso dein Castingshow-Gewinnerwissen ist. Das heißt, ich sag dir jetzt den Namen und du sagst mir die Castingshow dazu. Alles klar, okay. Alexander Klavs. Erster DSDS-Gewinner. Lena Meyer-Landrut. Unser Star für Oslo. Sehr gut. Michael Hirte. Ist der Gewinner von Das Supertalent. Sehr gut. Edita Abdiski. X-Factor war's. Richtig. Ivy Quanu. Nico, sie heißt Ivy Queno. Ich wollte dich testen. Ist die Gewinnerin von The Voice, erste Staffel. Stefanie Heinzmann. Oh, mega Stimme. Ja. Ey, ich fühle mich ein bisschen komisch, weil ich doch alles. Das ist, ja, das ist jetzt doch schon irgendwie unangenehm, ne? Ja, ein bisschen, ne? S. S. D. S. Ich denke mal D. Ich muss das auch googeln. Okay. S S D S D S S W E M U G A B R T L A D. Ach so, das war's. Einen habe ich noch. Traum. Oh, wer ist das denn? Ein komischer Vogel, ein komischer Name. Ich glaube, Vietnam Idol 2015. Gewinner. Ja. Wie war überhaupt dein Weg zur Musik hin? Was war damals los? Wie alt warst du? Warst du so Mozart-mäßig am Start? Ich war immer schon. Hab mit meiner Gesamtklassenfreundin haben wir so ein bisschen gesungen, getanzt und so. Dann haben wir eines Abends gesagt so, hey, Mama, Papa, wir machen euch ein Konzert, wo wir ein bisschen eigentlich nur Lip-Sync. Ah, Mini-Playback-Show. Dann habe ich so angefangen, tanzen zu lernen und dann habe ich auch Gesang gelernt im Chor. Habe dann auch Musicals gespielt und alles Mögliche. Ja, so ging es dann weiter. Habe dann auch an Europameisterschaften teilgenommen und deutschen Meisterschaften. Und da ging es aber mehr ums Tanzen auch, ne? Genau, da ging es mehr ums Tanzen. Da warst du irre erfolgreich. Aber ich habe irgendwann gesagt so, hey, nee, Tänzer ist schön, Tanzen ist geil, aber ich möchte nicht als Background-Tänzer dastehen. Ich möchte auch singen und das beides kombinieren. Ja, und jetzt bin ich hier. Und es gibt ja, wenn man jetzt bei YouTube zum Beispiel schaut, sind da doch einige Videos in deutscher Sprache. Ja. Peter Pan, ne? Das ist eins davon, glaube ich. Ja, genau. Das ist sehr, sehr schön. Also es sieht cool, der Text ist super. Danke und, dir. Da werfen wir jetzt mal einen Blick drauf. Und dann kam The Magic Day, als Vietnam plötzlich sehr interessant wurde. Es kam total überraschend. Ich war eigentlich im Urlaub in Vietnam mit meiner Familie und saß an wirklich einem schönen Sonntag im Café. Und dann kam ein Anruf. Hey Trong, heute ist der letzte Tag Vietnam Idol Casting. Hast du nicht Lust, da mitzumachen? Und an dem Tag war ich in Hanoi. Aber ich dachte mir so, klar, warum nicht? Ich kann ja nichts verlieren. Und war auch der letzte Kandidat der ganzen Staffel. Glücklicherweise dann bin ich auch weitergekommen. Was hast du gesungen? Was habe ich gesungen? Ich habe Relight My Fire von Take That gesungen, aber mit vietnamesischem Text. Mein Papa hat es umgeschrieben für mich. Also Relight My Fire hast du auf Englisch gelassen, ne? Genau, ich habe nur die Strophe sehr clever. Auf vietnamesisch gesungen. Sehr clever. Warum? Clever? Naja, ich nehme einen internationalen Hit, der über Jahrzehnte immer mal wieder gecovert wurde, mach den auf vietnamesisch. Genau. Aber beim Refrain, wenn die schon gar nicht mehr mit gerechnet haben, man hat es auch bei der Jury gesehen, als das kam, also... Okay. Das war ziemlich klug. Aber mir wurde auch gesagt in der ersten Folge von einem Gastjuror, hey Trong, im Vergleich zu den anderen Kandidaten bist du ein Bauer.
Die haben gemeint, ich singe irgendwie so altmodisch. Und dann dachte ich mir so, okay, dann what's up. In der nächsten Runde zeige ich euch, was wirklich fresh heißt. Und es war aber weitaus nicht deine erste Casting-Erfahrung. Du warst beim German Idol, du warst bei DSDS. Du standst vor Dieter Bohlen? War ich wirklich, genau. Ich stand vor Dieter Bohlen und ich war auch sogar Top 25. Also wäre ich eine Runde weiter gewesen, wäre ich in der Live-Show gewesen. Ich war 16, muss man sagen. Ich war noch sehr jung. Da entwickelt man noch so den Charakter und man weiß auch nicht, wo man hin möchte und sowas. Da kann ich auch verstehen, dass Dieter Bohlen gesagt hat, hey Trong, mir fehlen noch die Ecken und Kanten bei dir. Trong, du bist leider nicht weiter. Und ich so, ich hab gesagt so, ey, du weinst, niemals weinst du im Fernsehen, ey. So peinlich, ey, und was weiß ich. Ich stehe noch vor der Bühne, vor der Jury und so. Ich danke euch trotzdem. Hat eine wundervolle Zeit gehabt und bin reingelaufen und ich wollte niemanden umarmen. Bin einfach reingelaufen und hab einfach nur geheult. Wenn man drin ist und so, weißt du, dann ist man wirklich einfach, dann, man kann sich dann kaum irgendwie noch kontrollieren. Ja, da habe ich wirklich so meinen peinlichen Heulmoment im Fernsehen gehabt, mein ersten. Aber super, der ist jetzt schon so viele Jahre her. Ja, genau. Ja? Und im Idealfall findet keiner die Möglichkeit, das sich nochmal anzugucken, weil RTL Now kostenpflichtig ist. Also die Casting-Erfahrung war schon mal da und jetzt dann, es lief ja in Vietnam ein Müh erfolgreicher. Du hast ja unglaubliche Auftritte hingelegt. Also du hast ja auch drumherum fantastische Tänzer und das war ja unglaublich. Ach, danke dir, Nico. Das gibt es nicht in Deutschland. Eine Ballade ist klar, vorne die Windmaschine ballert den Frauen die Haare weg und die Kerzen um die 2 Milliarden auf einer Bühne. Wir bauen hier übrigens auch gleich auf, weil Trong wird gleich noch etwas singen. Oh, sehr gut. Das war toll. Also ich muss sagen, Uptown Funk, das war, also ich gucke ja viel sowas. Ich habe wirklich gesagt, wow. Wir springen mal vor zu dem Finalmoment. Ja. Du stehst in diesem Moment mit, wie heißt die Dame? Bickenau. Auf der Bühne und der Moderator verkündet, dass tatsächlich du, der Bauer, genau, das Schachspiel gewonnen hat. Wie genau. War das? Wirklich unglaublich, weil ich habe es in dem Moment noch gar nicht realisiert, was passiert. Ich habe einfach nur, es war so, ich stand auf der Bühne und einfach nur gewartet und einfach auf meinen Namen gewartet. Und er kam dann einfach, es heißt, Trong, du hast gewonnen. Und es war wirklich so wie, so 1000 Steine sind runtergefallen. So einfach, man hat sich so leicht gefühlt und dann hat man einfach wieder alles losgelassen. Also ich bin jetzt keine Heulsuse, aber... War es wieder so weit? Ja, es war wieder so weit. Ja, du bist der vietnamesische Superstar geworden. Bevor wir über die Zeit danach reden, die wirklich erschütternd abwechslungsreich war, spielen wir ein kleines Spiel und das heißt Killer A Cappella Karaoke. Die Spielregeln sind relativ einfach. Erstmal singen wir A Cappella, also du singst und ich mach was Ähnliches, was manchmal so klingt. Du hast dann folgende Möglichkeiten. Entweder du singst weiter, du errätst den Interpreten oder den Titel. Das sind die drei Möglichkeiten, dann hast du einen Punkt. When you're alone and life is making you lonely, you can always go. Downtown. Richtig. Punkt. Ärgerlich. So, erste Runde blamieren für mich. Ey, es war nicht meine Zeit, ne? Ich war da auch noch nicht geboren. Okay. Got time, but I don't mind. Just wanna... Ascha. Nein! Ich sing weiter. Aber jetzt hast du verloren, oder? Nee, ich hab einen Minuspunkt, aber ich will trotzdem weiter ran. Okay. Just wanna rock you, girl. I have whatever you have. Ich war so nah dran. Justin Timberlake. Yeah! Der war groß. Der war riesig, oder? Der war super. Ich liebe Justin Timberlake. Also ich finde, der hat sich mit Sexy Back auf jeden Fall unsterblich gemacht. Das stimmt. Beat, alles, das ist nur mega. Timberland als Produzent, da kannst du echt dabei sein. Würde auch gut stehen. Timberland, if you wanna have chow, Vietnam Idol, so just call me and we can do something. So, you can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way. Rayman, Supergirl. Das müsstest du hinkriegen. Danke für dein Grundvertrauen. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bloodlines. Richtig. Ein hey, 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 eigentlich zu viel gewartet von mir, ne? 2-0. Hurra. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of... Scooter. Ah, oh nein. Und der Song heißt Hyper, Hyper. Ah nein, ja, das kenne ich. Baby. Ah, der Text. Ah. Das war hoffentlich der schwere Teil des Textes. I can tell much longer. Getting stronger. And when I get that feeling. Ja, Marvin Gaye, Sexual Healing. Right. Aber ich habe einen Punkt, oder? Kriegst du einen Punkt? Okay, Siegerstraße. I got my ticket for the long way round. Oh nein, das ist ein richtig altes Lied. Aber ein Klassiker, ey. 2 bottle whiskey for the way. And I sure would like some sweet company. And I'm leaving tomorrow, what do you say?
when I'm gone. When I'm gone, you're gonna miss me. When I'm strong. When I'm strong. Irgendwie so. Sehr gut. Also hast du dir auch den Punkt gesichert, weil du doch mitsingen konntest. Ich baue eine Mauer und sprenge die Brücken. Ey, kennst du? Soldaten, Maxim. Geil, oder? Fantastisch. Ich möchte hören, wie du den Refrain singst. Immer wenn mein Herz nach dir ruft und das Chaos ausbricht in mir drin, schicke ich meine Soldaten los, um den Widerstand niederzuzwingen. Schön gesungen. Ich habe diesen Song gecovert. Und Maxim hat das gehört. Und was hat er gesagt? Bring das auf Indonesisch raus. Ja, aber klar, verdient er dran. Nein, Maxim, ich liebe dich. Super Kerl. Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen. Ich hab dich angelogen. Oh nein. Ein älterer Herr? Jünger als du. In dieser Zeit war ich nicht in Deutschland. Ich habe einen Punkt. Ganz wichtig an der Stelle. Shit. Annen Mai Kantereit. Der Henning Mai hat eine Stimme, die ist unglaublich. Sorry, Laluk, Gontim Neidek, Hatlen. Sorry, Laluk, doi dang de klatsching doi. Ich weiß es nicht. Gonung doi. Trong. Was heißt das? Mein Weg. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I say it clear. I state my case on which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this, I did in my way. Punkt. Dieser Song hat Nico super gesungen, oder? This one is for the boys with the booming system, top down AC with the cooling system, when she comes in the club, blazing up, got stacks on deck, like blazing up. Also es muss Eminem sein. Oh Gott, sag nicht, es ist falsch. So cool bin ich leider nicht. Nicki Minaj. Ja, stimmt. Girl, you got my heartbeat running away. Hat meine Ex-Freundin mal gehört, deswegen. Der Sieger bei diesem Killer-A-Cappella-Karaoke ist Trong. Yes. Da verliere ich gerne. Was ist passiert nach dem Sieg? Wie sehr hat sich dein Leben verändert? Muss ja, ich tippe mal, auf über, weiß nicht, 8000 Grad gedreht. 10.000 vielleicht sogar. Jetzt schlafe ich wenig, esse immer im Auto. Hin und her und renne von Interview zu Interview, mache Auftritte, aber es macht super viel Spaß, weil das ist eben meine Leidenschaft und ja, ich würde es nicht gerne ändern. Und das ist ja hier eins der wenigen deutschen Interviews, so viele sind es ja nicht. Genau. Du bist ja hauptsächlich drüben, du bist nicht oft mehr in Deutschland, oder? Ich pendle immer hin und her, bin ab und zu in Deutschland so für 2 Wochen, um auch hier Musik zu machen, zu produzieren und das dann mit nach Vietnam zu nehmen. Und dort einen vietnamesischen Text drauf zu ballern. Natürlich freue ich mich, einen Musiker zu Gast zu haben. Und er darf natürlich auch eins seiner Lieder performen. Und wir hören jetzt Wie ich bin, meine Gewinnersingle von Vietnam Idol auf Deutsch. Und am Klavier. Viel Spaß. Yeah. Jetzt ist es Zeit, dass mein Herz laut singt. Jetzt ist es Zeit zu sein, wer ich bin. Auch wenn die Tage hart und dornig sind, werd ich immer nach vorne gehen, so wie ich bin. Sehr schön. Danke. Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit hattest, dass du bei mir Gast warst. Ich danke dir für die Einladung. Jetzt kommt eigentlich der schönste Teil der Show, die Wahrheit über Nico. Was soll ich sagen? Er ist ironisch, er ist witzig und er ist groß und weiß. Also es hat mir echt viel Spaß gemacht hier in der Sendung mit Nico. Und ich will auch gerne meine Fans grüßen. Hallo alle in Deutschland, ich danke euch für den Support und ich bin total happy, dass ihr da seid und es wird noch vieles kommen. Und ich will nur noch gerne auf Vietnamesisch grüßen. Sicher, du kannst mir irgendwie was sagen. Hier, sehr la vui, da kann man was sagen. Und ich will nur noch gerne auf Vietnamesisch grüßen. Và quay một cái show và trong hiện sắp sửa lại về Việt Nam để gặp các bạn. I love you and have fun. Fertig, Nico. Hey. Oh, danke, dass du dabei warst. Alle weiteren Folgen gibt's auf Nico mit Ausrufezeichen E. Bei Facebook gibt's das auch noch. Bei YouTube natürlich. Und noch überall sonst. Das findet man alles unten in der Beschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, kommentieren und vielleicht sehen wir uns ja auch noch mal wieder. Und wenn ihr Fragen an Trong habt, könnt ihr die auch unten reinschreiben. Vielen herzlichen Dank. Cool. Und ich wünsche dir wirklich alles und Erfolg, was geht. Ich danke dir. Du bist unglaublich sympathisch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.